Servus und hallo zu Utopia. Heute wird Stationsgebäude so ein bisschen dekoriert und es kommt was Neues rein. Aber zuerst gibt es ein paar Infos. Und zwar, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, ein bisschen durchhängen mit Utopia und Kreativität auch nicht so. Hat sich natürlich noch immer nicht geändert. Ich habe die letzte Folge und diese Folge direkt hintereinander, spreche die gerade ein. Für euch heißt es, dieses Video müsste, weiß nicht, irgendwann um den 1. August oder so rauskommen. Irgendwie sowas, glaube ich. Am 2. glaube ich. Und ja, danach gibt es tatsächlich während der Urlaubszeit, wo ich natürlich nicht dran baue, erstmal kein Utopia. Jetzt nickle alle schon rein, oh schade, war so toll und whatever. Utopia geht selbstverständlich weiter, das Projekt wird auf keinen Fall eingestellt. Ich hab da Spaß dran, grundsätzlich. Nur im Moment halt, weiß ich nicht, was und wie. Darum gibt's dann halt einfach zweimal die Woche den Modern Consumer Community Parks People mit Parktour am Ende. Und bis das dann durch ist, dabei bin ich leicht wieder aus dem Urlaub da, glaube ich. Könnte sein, vielleicht, unter Umständen bin mir nicht mehr sicher, wie viele Folgen das waren, aber nicht allzu viel. Ja, das war die Info. So viel zu Utopia. Also das ist jetzt tatsächlich das, ja, wenn ihr sagt, das letzte, das Bibelt, nein, ist es nicht, es geht weiter, ich will da keinen Clickbait betreiben, kein gar nichts, es ist einfach so, ich habe nicht gewusst, wie ich weiterbauen soll. Und deswegen, wenn Kreativität gerade mal so Pause macht, wie jetzt gerade, wo sich nichts bewegt, anscheinend, dann muss man halt mehr Pause machen. Ja, hier, was habe ich hier gebaut? Relativ viel an dem Stationsgebäude. Ich glaube, ich habe mir das Video vorher jetzt nicht angeschaut, aber ich glaube relativ viel. Das Video ist zum Glück wieder etwas kürzer. Und die Wiedergabegeschwindigkeit so am ersten Blick, doch, ist immer noch viel zu hoch. Das muss ich bei künftigen Videos unbedingt ändern. Das ist ja grausam. Ja, so Innendekoration, so ein bisschen vom Stationsgebäude. So, ich sag mal, die grundlegende Deko. Die endgültige Deko, ob in mache ich erst ganz, ganz, ganz am Schluss. Ich möchte endlich mal mit Themenbereichen anfangen. Ja, wieder ein Schnitt. Hier oben, das fand ich tatsächlich relativ cool. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber doch, ich weiß es schon wieder. Ich habe überlegt, wie ich Beleuchtung da oben hinbekomme. Vernünftig und so einfach so Laternen hin, das war mir zu langweilig. Darum haben wir gedacht, ja, machst halt einfach Bögen hin und in die Bögen setzt die Beleuchtung rein. Und ich finde die Lösung eigentlich ziemlich cool. Also mir gefällt es und darum bleibt es also, weil mir gefällt es. Ja, war Tatsache gar nicht so übel, schwierig zum Bauen. Einfach Bogen baut und ja, hier die Würfel natürlich, dass man den richtigen Abstand findet. Die Verschiebetool-Achsen wollten mich wieder ärgern. Darum habe ich einfach eine Wand dazu gebaut, weil, wenn eine Wand dabei ist, dann ist die Achse, dann stimmt die wieder. Der einzige Grund, warum die Wand da war. Ganz im 180 Grad gedreht und rüber auf die andere Seite. Da seht ihr auch wieder bei den Wege, ist halt schon nicht so gleichmäßig. Ja, hier die Neuerung, die reinkommt. Achterbahn. Und zwar eine Spinning-Achterbahn. Hätte ich gern im Eingangsgebäude vom Park tatsächlich, dass die da durch den Park, durch das Eingangsgebäude fährt. Und warum ein Spinning Coaster? Weil, weiß nicht, ob ich das Gebäude rausgeschnitten habe oder nicht. Ich hoffe, nein, ich habe es tatsächlich drinnen lassen.
ein Extreme Spinning Coaster kommt da rein. Heißt, dass der Loopings und Rollen kann. Beziehungsweise eine Rolle wird reinkommen. Natürlich erst mit ein bisschen Lift Hill, dass er minimal ein bisschen Speed aufnimmt. Und haben jetzt doch dagegen entschieden, dass wir nicht nach außen neigen, sondern hier genau die Achterbahnbeschränkungen habe ich aufgehoben. Die muss man tatsächlich für jeden Park, den man macht, die werden nicht gespeichert oder so. Wenn man die wegmacht, hat mir der Batch vor kurzem erst gesagt. Ich habe mich immer gewundert, warum werden die nicht gespeichert. Aber ja, für jeden Park muss man das neu einstellen. Keine Achterbahnbeschränkungen, wenn man die nicht haben will. Wollte ich hier nicht. Sondern der einzige Sinn, warum hier Bahnbau ist, tatsächlich, dass er hier die Rolle durch das Teil durchmacht. Durchs Stationsgebäude. Einzige Sinn davon. So. Sollte natürlich jetzt dann nicht so schnell durchfetzen, aber jetzt glaube ich, ist okay. Bin ich da im Vorspulmodus? Ja. Bin ich da im Vorspulmodus? Video läuft mit achtfacher Geschwindigkeit oder so. Bin ich da im Vorspulmodus? Ja, eben, ihr merkt schon, läuft hier. Ja, da hier und da noch ein bisschen geglättet. Ich wollte das eigentlich komplett rausschneiden, das Achterbahn-Bau-Ding, und wollte dann sagen, so und zack, hier ist eine Achterbahn, aber hab's im Schnitt natürlich wieder komplett versemmelt. Mega. Ja, jetzt habe ich eine Testfahrt gemacht und war ich zufrieden oder nicht? Ja, anscheinend war ich zufrieden, weil ich nicht mehr an der Bahn weiterbaue. Natürlich müssen diverse Wände weg. Zeug, wo man sonst dagegen donnern würde, und das Ganze gehört dann natürlich nur schön eingebettet, weil einfach mal so ein Loch im Eingangsgebäude, das muss man auch schon irgendwie schaffen. Genau, an dieser Seite habe ich nur die Seite hier weggemacht, weil dreht sie auch halt so. Drüben musste ich beide wegmachen, aber hier passt es mit einer Seite weg. Und ja, mir gefällt die Idee tatsächlich nur immer, dass da so extrem, ja, ich glaube, den nennt man so extrem Spinning Coaster, sobald die Loopings oder so machen. Aber fand ich einfach mal cool. Stellt euch mal vor, ihr geht in irgendeinem Park, kommt da endlich mal, nachdem ihr 3 Kilometer gelaufen seid, im Eingangsgebäude an, und da ist dann so ein Spinning Coaster, wo einfach durchfährt. Habe ich lustig gefunden, die Idee, darum habe ich das gemacht. Wie oft habe ich jetzt Spinning Coaster gesagt? Was tatsächlich echt schwierig war, ist, dass ich das Ganze vernünftig nur einbaue. Das war nochmal so ein bisschen, ne? Ja, hier natürlich nur geglättet und gedreht und geschoben und gemacht und ja. Damit es da wirklich schön reinpasst, man nirgends dagegen fährt, das ist nicht glitscht, das nicht zu wild ist. Ich weiß nicht, Bremse hat bestimmt auch noch irgendwann einmal angepasst. Ah, jetzt haben wir mehr Züge drauf. Und irgendwann habe ich dann nur die Option gesetzt, Station nicht blockieren. Oder habe ich jetzt schon, weil ich nicht möchte, dass die. Ja, dass halt mindestens immer ein Zug unterwegs ist. Gut, im Testmodus, da ignoriere die Abfahrtszeiten einfach. Beziehungsweise werden die ja überschrieben mit der Option. Aber fand ich gut. Ja. Nicht so spannend hier, ne? Ah, hier ist der Weganschluss dann noch. Der Ausgang war relativ easy, der Eingang war dann nicht so easy. Warum macht er jetzt einen Blueprint raus? Weil. Warum einen Coaster, der durch Stationsgebäude fährt, wenn man zwei haben kann? Zwei ist besser wie eins. Ne?
Also kommt auf jede Seite einer hin. Schön in derselben Höhe. Und ja, die zwei Coaster werden dann, wird der Achterbahnreihe macht, die werden miteinander synchronisiert. Sodass die zeitgleich die Schraube machen und sich da an irgendeinem Punkt mehr oder weniger treffen. Hier müssen dann natürlich auch die Wände und so weg. Ich frage mich gerade echt, warum ich das nicht alles rausgeschnitten habe. Naja, wie dem auch sei, wir haben mal wieder die letzten 20 Sekunden, die nutze ich wieder für Verabschiedung. Wenn ihr Feedback oder sonst was habt, ab damit in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Ansehen. Utopia geht weiter, aber es dauert ein bisschen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.